Jens Keller ist nicht mehr Trainer bei Union Berlin. Das Aus beim Hauptstadtclub kam überraschend, besonders für Keller selbst. Bei RAN.de beschreibt der Coach den plötzlichen Ablauf seiner Entlassung. Es war nicht abzusehen, wir hatten keinen Termin oder ähnliches. Ich wurde ins Büro bestellt, es ging relativ schnell, vielleicht 20 Sekunden. Mir wurde mitgeteilt, dass ich beurlaubt bin, damit war das Gespräch auch erledigt. Mir wurde zu dem Zeitpunkt auch kein Grund genannt. Nach zuletzt 3 Spielen ohne Sieg sahen die Berliner Vereinsbosse den geplanten Aufstieg gefährdet. Dabei wollten sie vor kurzem mit Keller sogar noch den Vertrag vorzeitig verlängern. Wir saßen vor 2 oder 3 Wochen zusammen. Der Verein signalisierte, mit mir verlängern zu wollen. Ich gab zu verstehen, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Somit bestand definitiv die Option einer Vertragsverlängerung, erklärt der 47-Jährige. Auch für die Spieler kam das Traineraus überraschend. Das Team ist auch aus allen Wolken gefallen. Es war für keinen von ihnen ersichtlich, dass das so kommen würde, sagt Keller. Union-Verteidiger Fabian Schönheim bestätigt die Verwunderung. Ich bin genauso überrascht wie alle. Das Team stand zu 100% hinter Jens Keller.